Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Heute will ich euch etwas zum einfachen Stromkreis erzählen. Den seht ihr auch hier. Hier vorne seht ihr einen Stufentrafo. Ich habe ihn auf 8 Volt eingestellt. Und hier seht ihr blau den Minuspol, wie er zur Glühlampe hinläuft und rot, wie er dann zurückläuft. Das ist die einfachste Art, einen Stromkreis aufzubauen. Nun seht ihr, wie ich den einfachen Stromkreis um einen Schalter hier erweitert habe. Das heißt also wieder, vom Minuspol fließen die geladenen Teilchen durch die Lampe, deswegen leuchtet sie, und dann weiter durch den geschlossenen Schalter zurück. Und wenn ich jetzt schalte, geht das Licht aus. Jetzt kann nämlich kein Elektronenfluss stattfinden. Das heißt, die Lampe leuchtet nicht. Und zurück. Das Ganze leuchtet wieder. Okay. Nun möchte ich euch noch zeigen, wie man einen einfachen Stromkreis zeichnet. Ihr macht das bitte mit einem Bleistift. Ich nehme nur deswegen einen schwarzen Filzer, damit man ihn besser erkennt. Wir verwenden Schaltzeichen. Ich beginne hier mit einer Stromquelle. Und nun zeichne ich gerade Linien mit 90 Grad Winkeln. So. So. Und wir hatten gerade eben, ihr habt es ja in dem Video gesehen, eine Lampe. Das ist das Schaltzeichen für Lampe. Und nun schließe ich den Stromkreis. So. Und ihr seht jetzt hier den einfachen Stromkreis, Stromquelle. Und dann geht's los vom Minuspol bis zur leuchtenden Glühlampe und zurück zum Pluspol. Okay. Nun schauen wir uns das Ganze noch einmal mit Schalter an. Wieder beginne ich mit der Stromquelle bzw. mit dem Schaltzeichen für die Stromquelle. Zeichne dann rechteckig und hier das Schaltzeichen für Schalter. Das darf ruhig ein bisschen kräftiger sein. Und hier das Schaltzeichen für eine Glühlampe. Das Ganze verbinde ich noch. Und schon bin ich fertig. Hier nochmal die Stromquelle, dann über den Minuspol zum Schalter und zur Glühlampe und zurück. Schalter ist geöffnet, das heißt, es fließt kein Strom. Wenn ich den Schalter jetzt schließe, dann leuchtet die Lampe. Okay.